das Alan Watts'che Theorem der Formstruktur ist deshalb so interessant, weil es mit diesem einen Vorstellungsbegriff alles erklären kann. Je nachdem, mit welcher Interferenzwellenlänge man es befragt, zeigen sich unterschiedlich antwortende Interferenzmuster dieses ebenfalls metaphorisch gesprochenen Energiefelds, Energiewellenfelds, das alles ausmacht und alle scheinbare Materieoberflächenstruktur im Ereignishorizont dann scheinbar erzeugt. Und damit erklärbar wird, dass alle Subenergiefelder, Subsphärenblasen, die sich in dem großen Feld einkapseln und kurzzeitig wieder aufgelöst werden, dem wieder in das umfassende Interferenzmuster eingepasst werden, also all die Prozesse von dissipativer Lebensaufspannung und wieder Glättung und Rückkehr nicht nur in den anorganischen, sondern in den energetischen Zustand. Und das alles erklärt den signifikanten Strom, die pythagoreischen mathematischen Proportions-Scrabble-Gesetze, die Mandelbrotschen Fraktalisierungen als Ausfranzungen an der Oberfläche, als Aufbäumungswehrversuche des Fraktalen, des Zerrissenen. Und es ist praktisch die Umdrehung der Paradoxien, der Aporien zwischen Parmenides und Heraklit. Wenn Parmenides sagt, dass, wenn Heraklit alles als immer bewegtes, nie stillstehendes beschreibt, in ewigem Fluss, dass dann letztlich nach den zenoschen Aporien alles stillsteht, alles fällt, alles als das immer bewegte eigentlich gar nie bewegt wird. Und hier in dieser Vorstellung es sich umgekehrt verhält, dass eigentlich das Ganze als stillstehend, als kurzzeitiges Abziehbildchen deshalb möglich wird, weil die Frequenzen und die Energien dieses Bewegten so dermaßen hochgetaktet sind, im Nanometer, im Pikometer, im Terameter-Bereich, dass diese Fluktuationen gar nicht mehr wahrgenommen werden können, sondern als kontinuierliche Stillstandsunbewegtheit dann erscheinen müssen. Das Ganze geht so unvorstellbar schnell und so unvorstellbar mit hohen Energien einher und Geschwindigkeiten, dass das sich einer, wie haben wir das genannt, als Gleichstrom scheinbar darstellt, welches durch die niedrigen Energien und Frequenzen des Wechselstroms nicht erfasst werden kann, sondern das zweite System der Wahrnehmung nur Ereignishorizonte erzielen kann, kurzzeitig etwas heraussticht, Stepppunkte macht, Bildchen schießt, aber den Gesamtprozess nicht versteht.
aber es ist auch kein Trost, weil es nicht das Problem, wie werde ich unsterblich, wie rette ich mein individuelles Erleben und Erleiden als das einzige, als die einzig relevante Universalwelt vor allen anderen, da alles andere ja von dieser Wahrnehmung abhängig ist, sondern verschiebt das Problem nur, wie entkomme ich dieser Ununsterblichkeit, da dieses Feld ja nur in kontinuierlichen Transformationen und zwar in einem so hohen Ausmaße, unvorstellbar hohen Geschwindigkeiten und Ausmaße besteht und auch nicht aufhören kann, alles immer erneut wieder zusammen zu scrabbeln und umzutransformieren. Wie entkomme ich also, wie entkommen meine beinernen, entkalzifizierten, morschen Knochen nach meinem Tode, dem wieder eingebastelt werden in die nächsten Energie-, Form-, Wellen-, Interaktionsprozesse. Gar nicht nämlich, sodass man nun das Problem nicht der Sterblichkeit hat, sondern der Unsterblichkeit hat.